In der Vergangenheit hat der Weltwirtschaftsgipfel immer wieder heftige Proteste ausgelöst. Globalisierungskritiker beklagen eine Ausbeutung der sogenannten Dritten Welt durch die reichen Industrienationen. Ein weiteres Problem ist die weltweite Umweltzerstörung. Was könnte die Politik von Präsident Obama daran in Zukunft verändern? Sind die Wirtschaftsmächte endlich bereit für einen ökologischen und sozialen Wandel?